Mein Name ist Thomas Kern, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Marco.at. Ich komme wie ihr von der Wirtschaftsuni, habe eigentlich eine ganz klassische Laufbahn nach der Uni gemacht, war in der Steuerberatungskanzlei, dann ins Online-Marketing zum Berlin gewechselt und habe damit einen Kollegen Marco gegründet. Mein Freund und Co-Founder Patrick Demese hat die Idee gehabt, Marco zu gründen und aus der Motivation heraus, dass er immer wissen wollte, wann gibt es was hier im Angebot zu kaufen. Und das ist ein typischer Vorratsartikel, da kann man warten, bis der mal ein Prospekt billiger ist. Und er wollte nicht immer diese ganzen Prospekte bilden, die mal im Postkasten findet, sondern er wollte das auf einer App haben und überlegt, ob es da einen Markt gibt. Wir haben uns angesehen, ob es eine Konkurrenz gibt, eine nationale, eine internationale. Wir haben uns angeschaut, wie viel Volumen hat der Prospektmarkt in Österreich. Und das haben wir alles gemacht im Hofbrauhaus in München, bei Freibier. Dann sind wir nach Hause gefahren, haben einen Investor gesucht, das war in dem Fall Patricks Bruder. Gesagt, wir brauchen Geld für die Idee, es hat ihm gefallen und eine Woche später haben wir das Geld bekommen und zwei Tage später haben wir beide. Marco lebt und fällt mit dem Produkt, mit der Produktentwicklung. Und deshalb braucht man gute Techniker, gute Softwareingenieure, da sollte man sich wirklich nach guten Leuten umsehen, die expandieren. Im Herbst nach Deutschland und in 5 Jahren hätte ich gerne das auf allen 5 Kontinenten auf diesem Planeten eine Marke. Mama, Marktguru, der Schau, wer du bist.